Moin Leute, viele aus der Community haben mich gefragt, Andreas, du hast ja doch deine PV-Anlage komplett selber aufgebaut. Wie heizt du eigentlich deine Bude? Machst du das mit Strom? Nutzt du irgendwie deine PV? Wie machst du das eigentlich und machst du es überhaupt selber? Und tatsächlich habe ich eine relativ ungewöhnliche DIY-Lösung, die auch sehr günstig und effizient ist und die ich euch mega gerne zeige. Ist überhaupt kein Problem. Der Background. Meine kleine Familie und ich haben so vor circa anderthalb Jahren ein älteres Haus gekauft, also dieses Haus hier, und zwar auf dem Land. Das heißt, wir haben ja relativ viel Platz, so circa 200 Quadratmeter, aber das Haus wurde auch um 1970 um den Dreh gebaut und wenig saniert. Wir haben hier eine Energieeffizienz von Klasse D, also das ist nicht so geil, ja. Dämmung und neue Heizung sind unbezahlbar. Ich habe gefragt, also auch mit Förderung ist es halt immer noch ein Megabatzen, besonders nachdem wir halt diesen Kredit fürs Haus aufgenommen haben. Ihr wisst, glaube ich, was Häuser im Moment kosten, also das ist halt relativ hart. Nach dem Einzug habe ich dann direkt eine 11 Kilowatt Peak PV-Anlage aufs Carport und auf unsere Veranda gebaut. Schaut euch das Video hier dazu an und einen 11 Kilowattstunden DIY-Akku selbst installiert. Und das Ganze so für 6.000 bis 7.000 Euro komplett, also mit allem. Ne? Das ist halt schon verdammt günstig gewesen. Strom wäre halt also zum Heizen eine ziemlich coole Lösung, denn wir haben relativ viel Strom durch die PV-Anlage. Hier seht ihr unsere 21 Jahre alte Wolf Ölheizung und die verrichtet noch zuverlässig ihren Dienst, aber die Ölpreise steigen und das Teil verbraucht halt mega viel, also im Unterhalt echt teuer. Und das gute Stück hat halt 21 kW Heizleistung, das ist ein echter Brummer, der richtig Öl zieht. Im Wintermodus zieht das Teil so circa 15 Liter am Tag und im Sommermodus so 2 bis 3 im Schnitt. Also schon ordentlich. Okay, wir haben auf ein dezentrales System gesetzt, denn das bringt uns hier wirklich viele Vorteile. Was meine ich mit dezentral? Ganz einfach, ich meine damit Klimaanlagen, Split-Klimaanlagen zum Heizen. Denn Split-Klimaanlagen sind nichts anderes als Wärmepumpen und die stehen ihren großen Brüdern in ziemlich wenig nach und sind oftmals günstiger. Und einen Vergleich zwischen den Dingern bringe ich euch auch gleich, damit ihr das sehen könnt, inwiefern die sich überhaupt unterscheiden. Neben diesem System setze ich noch auf eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Die zeige ich euch auch gleich nochmal im Detail. Also wie sieht das aus und funktioniert das? Und was mit dem Warmwasser ist, erkläre ich euch auch noch später. Dafür haben wir auch noch eine geile Lösung. Auf jeden Fall sind die Raumheizung, Brauchwasser und Lüftung vollständig entkoppelt voneinander. Okay, wo liegt jetzt eigentlich der Unterschied zwischen so einer zentralen Luft-Wasser-Wärmepumpe, also diese normalen, wie man die bei dem Heizungsmenschen auch bekommt, oder bei einer Klimaanlage und wie effizient sind die eigentlich im Vergleich? Und die Fragen klären wir jetzt. Wo ist jetzt der Unterschied zu der zentralen Wärmepumpe, wie ich sie zum Beispiel von einem Heizungsmenschen kaufen kann? Da ist noch ein Wasserkreislauf dazwischen. Also die Wärmepumpen außen erwärmt euch also einen Bottich mit Wasser und dieser Bottich erwärmt euch dann wieder die Heizkörper und dann die Raumluft. Also das nennt man Luft-Wasser-Wärmepumpe. Richtiger wäre in meinen Augen Luft-Wasser-Luftwärmepumpe, zumindest was die Raumheizung angeht. Das Wasser in euren Heizkörpern bzw. in der Fußbodenheizung ist dann aber nicht besonders warm, da Wärmepumpen nicht so wahnsinnig gut hohe Temperaturen hinbekommen, zumindest nicht ohne massive Wirkungsgradeinbuße. Das Wasser in euren Heizkörpern hat dann sowas um die 40 Grad und das ist mega wenig. Das ist kein Problem, wenn die Fläche von dem Heizkörper halt sehr, sehr groß ist oder der zum Beispiel auch eine Lüftung drin hat oder sowas. Oder bei einer Fußbodenheizung habe ich natürlich eine Riesenfläche. Das ist eigentlich optimal. In beiden Fällen müssten wir hier in unserem Haus aber neue Heizkörper einbauen oder eine Fußbodenheizung installieren lassen. Und das ist halt irgendwie das Riesenproblem. Und ich glaube, das haben relativ viele Leute leider. Jetzt kommt der Trick, also das eigentlich, was es so cool macht. So, und jetzt schauen wir uns mal das Innengerät der Klimaanlage an, ja? Weil das ist ja im Prinzip unser Heizkörper in dem Fall. Und ihr seht, ich habe hier unfassbar viele Rippen, ja? Also ganz, ganz viele Rippen irgendwie drin. Und da läuft dann das heiße Gas durch. Und zusätzlich habe ich ja noch eine Lüftung da drin. Das heißt, der belüftet die Rippen auch noch. Das heißt eigentlich, dass dieses Innengerät ist eigentlich sowas wie ein Hocheffizienzheizkörper. Das heißt nur nicht so, aber ist wie gesagt einfach nur dasselbe in grün und billiger.
Deswegen eignet sich diese Art der Wärmepumpe also durchaus auch für ältere Gebäude, ja? Denn du brauchst keine Fußbodenheizung oder neue Heizkörper und das spart natürlich eine Menge Kohle. Ich weiß, wird oft das Gegenteil behauptet, ich bin aber wirklich anderer Meinung. Und das Gute ist, du kannst jeden Raum kühlen und heizen, wie du willst, ja? Und das reagiert halt auch sofort. Also du kannst wirklich super punktgenau temperieren und je nachdem spart man auch so Kosten. Bei uns ist das tatsächlich der Fall, also ich war auch überrascht. Gekauft habe ich die Teile einfach bei eBay. Zu den Kosten und den Shops komme ich gleich noch. Ich habe aber nichts mit den Shops zu tun, so viel kann ich jetzt schon sagen. Die Anlagen waren vorgefüllt und sind mit so einem Quick-Connect-System und das ist mega wichtig, denn ihr müsst dann die Leitung nicht mehr vakuumieren bzw. evakuieren und wirklich nichts machen. Ihr müsst nur noch ein Loch durch die Wand bohren und dann die Rohre und Kabel verlegen, das Ganze verbinden und ab geht's. Also ohne Quick Connect ist das wesentlich nerviger, da müsst ihr hier noch anfangen, die Leitung dann zu vakuumieren und sowas und da aufpassen, Kühlmittel nachfüllen. Das Problem habt ihr dann nicht mehr. Also mit diesem Quick Connect ist das echt pipi einfach, ja. Und ich weiß, man muss eigentlich muss das ein Fachmann machen, diese Installation, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mit dem Quick Connect finde ich das wirklich albern. Das ist so einfach, man kann da wirklich kaum was falsch machen. Beim Nachfüllen bzw. bei der Wartung würde ich aber auch auf jeden Fall einen Fachmann kommen lassen, weil wie gesagt, da mussten die Kältemittelmengen alle stimmen und so. Das sollte dann vielleicht schon jemand machen, der da auch entsprechende Erfahrung hat. Okay, wie effizient sind die jetzt eigentlich im Vergleich? Und ein extrem guter Wert, um verschiedene Wärmepumpen, Klimaanlagen oder die Dinger sogar untereinander miteinander zu vergleichen, ist der sogenannte Scope-Wert. Ja, dieser Wert gibt an, wie viel mehr Heizleistung ich zum eingesetzten Strom bekomme und das für verschiedene Außentemperaturen gemittelt, also für 12, 7, 2 und minus 7 Grad. Ja? Also zum Beispiel bei einem Scope von 4 würde ich im Mittel über das Jahr gesehen viermal mehr Wärmeenergie bekommen, als ich Strom reingesteckt habe. Also das kann man echt so ein bisschen sagen, als wäre das so ein Wirkungsgrad von 400%. Ne? Natürlich muss man die Bilanzgrenzen korrekt ziehen in dem Fall. Aber wie ihr seht, das ist ein verdammt guter Wert, um eine Wärmepumpe zu bewerten und mit anderen zu vergleichen. Ja? Das ist nicht mit der Jahresarbeitszahl zu verwechseln, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Denn die Jahresarbeitszahl ist dann der Wert, den ich in meinem Haus wirklich erreicht habe. Ja? Also im letzten Jahr zum Beispiel. Und in die Jahresarbeitszahl ginge dann weiterhin auch ein, sowas wie die Dämmung und solche Sachen halt. Ja? Also die auch wirklich das Haus betreffen. Das geht in den Scope-Wert nicht ein. Der eignet sich nämlich besonders gut, um zwei Wärmepumpen einfach miteinander zu vergleichen. Bei der LG-Klimaanlage von mir ist der Scope-Wert so bei 4 bis 4,3, je nach Größe der Anlage. Also es gibt die in verschiedenen Größen halt. Und das ist eigentlich schon verdammt gut. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine gute Mitsubishi-Anlage nimmt, eine SRK oder SRC 25, das ist auch eine Klimaanlage, dann liegt das bei 4,7 und das ist schon echt wirklich sehr guter Wert. Ne? Und die Königsklasse bei den Klimaanlagen sind die Daikin-Klimaanlagen, zum Beispiel die, eine der besten von denen, die Perfera heißt die, die hat zum Beispiel einen Scope von 5,1, also das ist schon wirklich extrem gut. Und eine richtige Wärmepumpe, also die, die ich jetzt vom Heizungsinstallateur auch so bekommen würde oder mir einbauen lassen würde, die liegt so im Bereich von 4,4 bis 5,5, je nach Modell und Hersteller. Und 5,5 ist jetzt das Maximum, was ich persönlich finden konnte. Also ihr seht, das ist im Vergleich zu den Klimaanlagen eigentlich genau derselbe Bereich. Also wir befinden uns hier wirklich in einem sehr ähnlichen Bereich. Worauf man allerdings aufpassen muss, ist, bei wie viel Minusgraden die noch laufen. Ja? Bei meiner LG zum Beispiel ist bei minus 10 Grad Schicht. Bei der Mitsubishi sind es minus 15 Grad und bei der Daikin sind es minus 20 Grad. Oder ich glaube, ich habe auch minus 25 dort bei irgendeinem Modell gelesen. Bei Wärmepumpen ist es übrigens genau dasselbe. Also wie gesagt, das sind ja auch Klimaanlagen sind halt Wärmepumpen, deswegen verhält sich das dort genauso. Also auch dort sollte man aufpassen, dass die Wärmepumpe für den jeweiligen Klimabereich, in dem man sich befindet, halt passt. Und wenn ihr den Temperaturbereich für eure Stadt oder so finden wollt, dann schaut hier unten auf diese Adresse, ist auch unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr zum Beispiel nachsehen, jetzt wie bei mir zum Beispiel jetzt in der Nähe von Köln, da könnt ihr sehen, so minus 10 Grad ist für Köln jetzt extrem unwahrscheinlich, deswegen passt das hier ganz gut. Ja? Ein paar Räume würde ich dann aber auch noch mit so einer Mitsubishi oder Daikin ausstatten, die jetzt besonders kritisch sind, zum Beispiel sowas wie Kinderzimmer oder so. Je nachdem, wo man aber wohnt, muss man halt wie gesagt schauen, dass das natürlich passt, also darauf müsstet ihr dann achten. Wir haben im Notfall aber auch noch einen alten Kachelofen, der kriegt die Bude auf jeden Fall warm, also das Ding hat richtig Power und wir haben auch immer ordentlich Holz da und wie gesagt, wir haben ja auch als Backup immer noch die Ölheizung im Moment.
Ja, wie mache ich jetzt das Warmwasser? Das ist natürlich auch eine mega wichtige Frage. Bei uns ist es so, ich habe jetzt im Moment die alte Ölheizung noch am Laufen, aber die läuft die ganze Zeit im Sommermodus. Wir verbrauchen also nur noch 2 bis 3 Liter am Tag anstatt 15 Liter im Wintermodus. Also der Unterschied ist wirklich krass. Und wir haben noch so grob 5000 Liter im Tank tatsächlich. Wir haben einen sehr, sehr großen Tank hier und die möchte ich auch erstmal verbrauchen. Und bei 3 Litern am Tag, sagen wir mal, dann dauert das so circa 4 bis 5 Jahre. Also da haben wir noch eine Weile was von. In dieser Zeit hätte ich aber für den Notfall auch noch die Ölheizung als Backup. Also wenn es jetzt zu kalt wird oder das System nicht so gut funktioniert, wie ich mir das wünsche, kann ich die immer noch einschalten und dann können wir uns immer noch was anderes überlegen. Oder wie gesagt, das wird, wenn, dann wahrscheinlich eh nur um einige wenige Tage gehen. Wenn die Ölheizung jetzt aber irgendwann ihren Geist aufgibt oder ich jetzt, sage ich mal, nach den 4, 5 Jahren die nicht mehr nutzen möchte, dann kommt bei uns eine Brauchwasser-Wärmepumpe rein. Und das, finde ich, ist was richtig Geiles. Das Teil braucht nämlich gar kein Außengerät. Also es ist nicht so ein Splitgerät, es ist einfach ein fetter Boiler sozusagen, also nur vom Aussehen, der im Keller steht. Und dieser zieht die Wärme nämlich aus der Kellerluft, zum Beispiel von der Abwärme der Waschmaschine oder was auch immer ihr da für Geräte stehen habt. Also es ist quasi noch effizienter, da ihr die Abwärmeverluste eurer Geräte nutzt, um euer Wasser zu heizen. Das ist echt genial, oder? Und noch was Geiles, du kannst damit sogar einen Raum kühlen, also zum Beispiel einen Vorratsraum. Wir haben jetzt wirklich direkt neben dem Heizungskeller so einen Vorratsraum. Und ja, den kann ich dann noch zusätzlich kühlen, also dann tatsächlich wie so eine Art Kühlraum nutzen, was auch ziemlich cool ist. Und die Teile sind echt nicht teuer und Installation ist in meinen Augen auch kein großes Ding. Also es ist im Prinzip eigentlich nur die Wasseranschlüsse umswitchen und das war's. Also es ist echt machbar. Okay, die alte Heizung muss raus, also dieses riesige Ölteil muss raus und so weiter. Klar, da braucht man Hilfe, das kann man nicht, wahrscheinlich nicht alleine machen. Okay, dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Also hier seht ihr so ein Teil, also so wie ich das verwende. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Lüfter, der für 60 Sekunden Luft von außen nach innen pumpt und dann wieder 60 Sekunden umgekehrt, also raus. Ja, wir machen das Teil mal auf. Dann könnt ihr hier den Lüfter erkennen. Und ich hole jetzt mal die Wärmerückgewinnung raus, denn das ist nichts anderes, außer hier so ein Keramikzylinder. Könnt ihr hier sehen. Das ist wirklich nur so ein Keramikzylinder mit ganz, ganz vielen kleinen Löchern. Hier ein Filter davor geschaltet und das war's. Also das könnt ihr euch so vorstellen, beim Rauspusten wird das Ding halt dann erwärmt und beim Reinpusten gibt es dann die Wärme wieder ab, weil dann die Außentemperatur kühler ist. Und das Ganze hat tatsächlich im 93% Wirkungsgrad, also 93% meiner Wärme bleiben echt erhalten. Das funktioniert so gut, dass ich wirklich gar nicht mehr lüften muss. Und im Sommer kann ich sogar Pollen filtern, was für mich als Allergiker echt cool ist. Auch Geräusche von außen kommen nicht wirklich durch, also es bleibt relativ ruhig. Die dezentrale Lüftung, die ich habe, ist von Südwind. An sich finde ich die Geräte ganz gut, also sind recht wertig und so. Aber auf höchster Stufe finde ich die Teile viel zu laut. Das stört mich sehr. Und wenn man es auf niedrigste Stufe macht, bringt es nichts mehr. Also wenn ihr irgendwie bessere Geräte kennt, dann schreibt mir bitte, fände ich echt cool. Okay, was kostet jetzt das Ganze? Ja, fangen wir mal mit der Standardlösung vom Heizungsinstallateur an. Also wir haben jetzt bei mehreren Heizungsinstallateuren nachgefragt und von 5 ist nur einer gekommen, da die total überbucht sind. Also es ist halt im Moment einfach der absolute Wahnsinn, was das angeht. Und der wollte von uns dann 27.000 Euro, weil wir hier für das große Haus auch eine sehr große Wärmepumpe benötigen würden und meinte, mit Förderung schätzt er so 25.000. Er meinte aber, das weiß man nie so recht, da muss man halt genauer gucken. Plus die neuen Heizkörper, die kämen noch dazu. Und er meinte, ich bin nicht sicher, ob die großen Heizkörper überhaupt ausreichen. Es kann halt sein, dass wir im Wohnzimmer noch eine Fußbodenheizung brauchen und dann wird es halt richtig teuer. Ne? Und das fand ich jetzt persönlich nicht so attraktiv, besonders weil man jetzt gerade das Haus gekauft hat und dort natürlich auch schon hohe Ausgaben hat und man hat jetzt nicht wirklich Bock, sich direkt den nächsten Kredit ans Bein zu binden. Okay, was kostet jetzt mein dezentrales System? Schauen wir uns das mal an. Also ich habe das jetzt mal so grob überschlagen. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit dem System, aber das jetzt mal so überschlägig. Für die meisten kleinen Räume, die wir haben, würde so eine kleine LG S09 ausreichen. 5-mal, sage ich mal, würden wir die jetzt ungefähr brauchen. Und bei eBay ungefähr bei 550 Euro. Da habe ich die gekauft und das hat so viel bei mir gekostet. Die Links dazu findet ihr unten und ich habe mit den Shops auch überhaupt nichts am Hut. Die wissen nicht mal, dass ich die hier erwähne. Ich bin wirklich nur ein stinknormaler Käufer bei denen, also da braucht ihr keine Sorgen zu haben. Ich habe dann einmal eine große LG S18, die kostet 950 Euro und das habe ich fürs Wohnzimmer.
Also das alles mit Installationsmaterial, diesen Quick-Connect-Leitungen und vorgefüllt, also und vorvakuumiert, also ist wirklich alles quasi gemacht, ja. Weiterhin braucht ihr dann noch so eine, also ich brauchte die eine Mauernotfräse, also um halt solche Kabelschlitze in die Wand zu ziehen, ne? Das hat dann nochmal so 100 Euro gekostet und eine 50 mm Diamant-Bohrkrone für die Kernbohrung. Also man muss halt ein Loch durch die Wand machen, die liegt so ungefähr bei 50 Euro. Die dezentrale Lüftung lasse ich jetzt mal raus, denn ob ihr jetzt eine Zentralheizung habt oder nicht, das macht eigentlich in beiden Fällen Sinn. Aber, das muss ich auch ehrlich sagen, ich halte es persönlich für unwahrscheinlich, dass man die Kosten der Lüftung durch die Heizersparnis jemals reinbekommt. Es ist eher so ein Komfortding und besonders für Allergiker finde ich es halt mega empfehlenswert. Da ist das wirklich ein Zugewinn von Lebensqualität, das muss man einfach sagen. Okay, rechnen wir alles zusammen, dann sind wir so bei 3.850 Euro für die Raumheizung, ja, dann nochmal 2.000 bis 2.500 für die Brauchwasserwärmepumpe inklusive Installationsmaterial und das war's. Also bis bei ca. 6.000 Euro für alles. Und das ist in meinen Augen echt unschlagbar. Ja? Klar, Arbeitszeit habe ich natürlich nicht mitgerechnet, aber man muss sich selber ja nicht bezahlen und man würde wohl auch kein Geld in der Zeit verdienen, deswegen finde ich den Vergleich immer etwas albern. Und wie gesagt, das alles, was ich euch da genannt habe, ist mit Installationsmaterial. Das ist vorgefüllt und sofort einsetzbar. Ihr müsst da nichts evakuieren oder sonst was. Die Installation ist mit dem Quick Connect super einfach, also wirklich, wirklich einfach. Das kann eigentlich echt jeder Depp in meinen Augen. Ich weiß, man muss eigentlich eine Fachkraft kommen lassen. Ich finde aber, sobald man dieses Quick Connect benutzt, ist es eigentlich echt albern. Also, aber okay, ist meine Meinung. Okay, die Anlage ist wie gesagt noch nicht fertig, denn ich habe nicht alle Räume mit den Geräten ausgestattet und wir sind da so gerade mittendrin. Ich wollte es euch aber trotzdem schon mal zeigen. Und auch meine Solaranlage ist jetzt erst seit ein paar Monaten vollständig. Also die habe ich ja immer peu à peu erweitert und jetzt seit einiger Zeit ist die vollständig. Ich werde aber auch die Panels vermutlich noch aufständern, weil die im Moment flach sind. Das heißt, im Winter habe ich einen sehr niedrigen Ertrag. Ich kann es aber trotzdem relativ grob schätzen, da es jetzt wie gesagt ein paar Monate läuft und ich glaube so ungefähr hat man mittlerweile eine Idee, wo die Reise hingeht und das versuche ich mal. Also bei der Ölheizung ist es so, fangen wir damit an, 15 Liter am Tag verbraucht die und ich würde jetzt mal so sagen ungefähr 5 Monate, die wir so im Jahr heizen, so ganz grob. Also wirklich im Wintermodus, das sind dann so 150 Tage. Der Ölpreis liegt im Moment bei 90 Cent. Also so Pi mal Daumen, je nach Region natürlich auch. Und da kommen wir dann auf ungefähr 2025 Euro an Heizkosten. Und Tendenz ist ganz klar steigend. Ne? Also es wird mehr und mehr. Kommen wir jetzt zur Klimaanlage. Da ist es so, dass wir so im Moment, ich würde schätzen, circa 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden mehr im Jahr an Strom verbrauchen würden. Ich nehme jetzt mal die 3.000, um es in Luft zu haben. Und die Solaranlage liefert im Winter zwar nicht viel. Das reicht tatsächlich in den dunklen Tagen nicht einmal, um den Hausbedarf zu decken. Aber an circa so 50 Tagen, gerade so wenn der Winter losgeht und wenn dann auch wieder der Frühling losgeht, da haben wir schon einen Überschuss, also wirklich mehr als wir selber brauchen und den kann ich dann tatsächlich nutzen und das sind so im Jahr, sagen wir mal Pi mal Daumen, 300 Kilowattstunden, die ich jetzt für die Klimaanlage noch zusätzlich aufbringen könnte. Also bleiben dann insgesamt so 2700 Kilowattstunden. Wenn ich die Panels aufständere und so weiter, dann wird das Ganze noch erheblich besser. Der Preis pro Kilowattstunde sind jetzt bei uns, also für Strom, so 33 Cent, was wir im Moment bezahlen. Also sind wir bei grob 891 Euro Strom plus 2,5 Liter Öl am Tag für das Warmwasser mit der Ölheizung zu 90 Cent. Also sind wir dann bei 337 Euro für das Öl, was wir noch haben. Rechnen wir das jetzt alles zusammen, haben wir dann einmal bei der Ölheizung 2025 Euro und dann auf der anderen Seite die Klimaanlagen, so wie ich das jetzt gemacht habe, 1230 Euro. Krass, es ist tatsächlich günstiger. Also war ich jetzt auch echt überrascht, dass es jetzt schon, obwohl wie gesagt der Ertrag durch die Solaranlage niedrig ist, trotzdem schon günstiger zu sein scheint. Aber wie gesagt, die genauen Daten kann ich euch erst liefern, wenn der ganze Winter mal durch ist. Und ich denke, dass das Ganze aber ungefähr passen wird in der Größenordnung. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn es da noch krasse Ausreißer gibt. Das Ding ist halt, was mir auch aufgefallen ist, wir heizen viel effizienter, da wir die Räume jetzt komplett einzeln temperieren können. Und das, also bei uns führt das echt zu einer Reduktion. Man passt dann viel mehr auf, wie ist der Raum. Weil in vielen Räumen ist man gar nicht so oft und die muss ich jetzt nicht irgendwie auf 22 Grad hochheizen, das ist Blödsinn. Ne? Und ehrlich gesagt, vorher mit der Anlage, mit der Zentralheizung, haben wir nie drauf geguckt, einfach heizen und egal. Ne? Also deswegen ist das, glaube ich, eigentlich eine ganz nette Sache.
Okay, so, ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen oder vielleicht ist das für euch auch eine gute Option. Wie es genau jetzt in den nächsten Monaten und Jahren aussieht, werde ich euch natürlich super gerne berichten. Ich bin auch selber gespannt und wie gesagt, ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie das allerbeste System für jeden ist, aber für einige von euch ist das vielleicht, glaube ich, durchaus eine Überlegung wert. Und mit einer PV-Anlage in Kombination seid ihr hier echt günstig unterwegs. Und zwar was den Unterhalt und auch die Anschaffung angeht. Und wir persönlich sind bisher sehr glücklich damit. Also es funktioniert echt ganz gut.